Hallo ihr GameCube-Fans da draußen, ich begrüße euch zum siebten Teil meiner Countdown-GameCube-Reihe. Es geht weiter mit fünf neuen oder alten GameCube-Spielen. Und das erste Spiel in dieser Reihe ist Pokémon Colosseum. Das muss ich mir auch 2005 gekauft haben. Und ihr werdet es kaum glauben, auch hier habe ich wieder einen ordentlichen Schnapper gemacht. Hat auch nur, ich glaube, 15 oder 20 Euro im Saturn damals gekostet. Da wurden die Spiele mittlerweile relativ schnell günstig zu dem Preis, habe ich das Gefühl gehabt. Und das war halt ein besonderes Erlebnis, weil hier war auch wieder eine Memory Card 59 dabei. Ich glaube auch, das war auch ein Spiel, was einen relativ hohen Speicherblockanzahl brauchte. Wie ihr sehen könnt, 48 Blöcke hat das hier gebraucht und 59 waren halt drauf. Und da dachte ich mir einfach, ja cool, ich habe die Game Boy Advance Pokémon Spiele zu dem Zeitpunkt leider auslassen müssen aus finanziellen Gründen. Und dachte, ja gut, für den Preis kann ich dann zumindest auf dem GameCube mal ordentlich was nachholen. Und war auch recht zufrieden mit dem Spiel, war halt mal ein bisschen was anderes. Habe es tatsächlich bis heute nie durchgespielt und ich ärgere mich, dass ich mir bis heute auch nicht Pokémon XD gekauft habe, also den Nachfolger hiervon. Auch eines der teuersten GameCube-Spiele mittlerweile, glaube ich. Oder zumindest eines der teueren. Und ja, man muss halt dann hier Pokémon von ihrem dunklen Herzen befreien, bevor man sie fangen kann. War auf jeden Fall ganz cool. Und man kann ja tatsächlich, wenn man hier ein Pokémon fängt, das kann man, glaube ich, mittlerweile sogar bis auf Schwert und Schild übertragen, wenn man halt diesen ganzen Übertragungsweg macht, was ich eigentlich sehr unglaublich finde bis heute. Aber so viel erstmal hierzu. Dann kommen wir, ich glaube, ja, tatsächlich vorläufig zum letzten Mal, zum Harry Potter Franchise. Hier, wie ihr seht schon, wir haben jetzt Ende 2005, Harry Potter und der Feuerkelch lief in den Kinos, da dauerte auch die Spielumsetzung zum Film nicht lange und es ist, ich weiß gar nicht, was das jetzt für eine Art von Spiel war, ich habe es wirklich nicht lange gespielt, vielleicht 2 Stunden oder so, ich habe es einfach nicht gemocht, man lief halt einfach nur zu dritt rum, man konnte es halt simultan auch zu dritt spielen, das habe ich leider nie geschafft bis heute. Da mal Leute für zu finden, die es gerne mal spielen wollen. Und ja, muss dann irgendwie, glaube ich, so ein bisschen so die Filmabenteuer so ein bisschen nachspielen. Vielleicht sollte ich diesem Spiel irgendwann nochmal eine Chance geben, jetzt wo ich gerade auch die ganzen Romane nochmal gelesen habe oder noch dabei bin. Das siebte Buch, da warte ich gerade noch drauf. Ja, aber wie gesagt, Harry Potter ist dann ab dem dritten Teil dann peu à peu immer uninteressanter geworden, zumindest was die Spiele angeht. Ein richtig interessantes und auch wieder eines der teureren Spiele auf dem GameCube dürfte mittlerweile Fire Emblem Path of Radiance sein. Ein Strategierollenspiel, auch mein Einstieg in die Fire Emblem-Reihe. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Fire Emblem oder Fire Emblem Sacred Stones vorher auf dem Game Boy Advance schon rausgekommen ist. Da habe ich gerade nicht so einen Überblick im Kopf, aber ist auf jeden Fall dann ein sehr cooles Strategierollenspiel, auch ein sehr schwieriges, wie ich damals fand, habe es deshalb auch nicht durchgespielt, weil ja Charaktere permanent sterben konnten und irgendwann waren dann doch zu viele von meinen guten Charakteren dann in der Schlacht gestorben. Ich müsste es mal mit meinen heutigen Skills eigentlich nochmal angehen. Aber hiervon mal ein Remake zusammen mit Radiant Dawn, weil die gehören ja thematisch zusammen, die Spiele. Mit Phoenix-Modus zum Beispiel aus den neueren Spielen. Ich glaube, das würde auf der Switch ziemlich gut ankommen. Würde mir auf jeden Fall mehr gefallen als jetzt nochmal so ein Spiel im Sinne von Three Houses, was mir ja absolut nicht gefallen hat. Jetzt kommen wir zu 2 Spielen, die ich relativ günstig von einem Freund bekommen habe, der seine Sammlung aufgelöst hat. Und zwar einmal hier Mario Kart Double Dash. Wir haben das immer bei mir gespielt, auch Jahre nachdem er es mir dann verkauft hat. Ich glaube für 10 Euro oder so oder 5 Euro sowas in der Richtung. Also war wirklich günstig. Und er ist da wirklich gut drin. Ich habe den nie schlagen können. Würde ich auch heute nicht schlagen können. Marc, wenn du zuhörst, melde dich mal. Wir müssen das nochmal, wir müssen echt nochmal eine Runde Mario Kart Double Dash spielen. Und ist meiner Meinung nach auch der zweitbeste Teil der Mario Kart-Reihe. Ich finde nur Mario Kart 8 Deluxe ist nochmal ein ganzes Stück besser. Also das ist richtig gut gepolished, aber auch mit dem Spiel habe ich sehr viel Spaß gehabt. Auch viel Spaß hatte ich mit Soul Calibur 2 auf dem GameCube, was ich ebenfalls vom Marc, Grüße raus ins Nachbardorf, mal bekommen habe. Ist halt ein Kampfspiel, man kämpft gegeneinander und das Coole war, man konnte tatsächlich Link als Charakter auswählen, der ist auch hier oben ganz prägnant mit drauf. Das hat ja die Soul Calibur Reihe immer mal wieder gemacht, dass man eben konsolenbezogene Charaktere verwendet hat. Ja,
ist jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen. Hätte man nicht machen können, ist ein netter Bonus. Muss jetzt nicht unbedingt mit auf dem Cover drauf sein, meiner Meinung nach. Aber war vielleicht damals auch ein Verkaufsargument für Namco. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Kampfspiel. Kommt jetzt nicht unbedingt an Smash Bros. Melee ran, wie ich finde. Aber trotzdem ist es halt wieder was Ernsthafteres. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Hab auch den ersten Teil auf den Dreamcast irgendwo hier rumliegen. Also Spiele, die man als Fan von Kampfspielen oder Fighting Games, wie man sie ja eigentlich nennen sollte, ja, sollte man mal ausprobiert haben. Gut, dann in dem Sinne, heute hatten wir wirklich mal wieder eine bunte Mischung mit einem Funracer, einem Kampfspiel, Strategie-Rollenspiel, Action-Adventure und Rollenspiel. Ist heute wirklich alles dabei und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr immer noch so einen schönen Einblick in meine Sammlung bekommt. Mittlerweile sind wir im Jahr 2006, es geht so langsam aufs Ende zu. Und ich bedanke mich an dieser Stelle wieder, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt mir die sehr gerne in den Kommentaren. Und falls ihr Kritik habt, dann dürft ihr mir die ebenfalls sehr gerne in den Kommentaren stellen. Ist immer besser, als ein Däumchen nach unten zu geben. Ansonsten gerne ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Dann kann ich auch die Resonanz ein bisschen von diesen Videos erkennen. Gut, also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!